Seit dem 13. Mai 2019 besitzt die S-Bahn Rhein-Main für voraussichtlich mindestens 9 Jahre einen dritten Fahrzeugtyp, die Baureihe 425, die zunächst auf den S8-Verstärkern zwischen dem Hauptbahnhof und dem Flughafen, künftig dann auch auf der S7 nach Richard-Godelau eingesetzt werden. In diesem Video möchte ich euch die Hintergründe, die Ausstattung und die Einsätze dieser Fahrzeuge vorstellen. Viel Spaß! Zunächst sei die Frage zu klären, wie es überhaupt zu diesem Fahrzeugeinsatz kam, wofür wir ins Jahr 2014 zurückblicken, dem der aktuelle Verkehrsvertrag der S-Bahn Rhein-Main in Betrieb ging. Die in 3 Netzen ausgeschriebene S-Bahn hatte die DB Regio vollständig gewonnen und hielt für den Einsatz neben den 100 schon bestehenden Triebwagen der Baureihe 423 Baujahr 1998 für die Linien S2 bis S6 auch 91 Neufahrzeuge der Baureihen 430 Baujahr 2014 für die Linien S1, 7, 8 und 9 bereit. Damit stieg die Fahrzeugflotte zwar gegenüber vorher um 36 Fahrzeuge, gleichzeitig wurde jedoch das Angebot ausgeweitet und zum Beispiel mehr Dreifachtraktion eingesetzt. Seit 2014 wurden dann unter dem bestehenden Verkehrsvertrag weitere Angebotsverbesserungen wie die Einführung des Nachtverkehrs am Wochenende, mehr Verstärkerzüge oder auch Pünktlichkeitsmaßnahmen wie die Einführung sogenannter überschlagener Wenden in Oberon für die S1 und in Wiesbaden für die S8 hinzugefügt. All diese Maßnahmen erforderten natürlich stets auch einen Mehrbedarf von Fahrzeugen. Nachdem nun auch die Pläne für die S5-Verlängerung bis Usingen konkreter werden und die 17 Kilometer lange Linienverlängerung voraussichtlich 2022 bis 2023 in Betrieb gehen sollen, sahen sich der RMV als Auftraggeber und die DB als Leistungserbringer in der Pflicht, einem drohenden Fahrzeugmangel vorzubeugen. Während zum Beispiel in Stuttgart Anfang des Jahres die Entscheidung getroffen wurde, noch einmal 50 weitere 430er zu ordern, entschied man sich bei der S-Bahn Rhein-Main für die kostengünstigere Variante der Beschaffung von Gebrauchtfahrzeugen, in diesem Fall der Baureihe 425. Diese ähneln technisch stark den 423ern und sind auch in etwa gleich alt, unterscheiden sich aber durch weniger Türen und eine niedrigere Einstiegshöhe von 76 cm. Zum Vergleich, die der 423er und 430er beträgt 100 cm. Damit sind diese Fahrzeuge zwar nicht für Fahrten durch die Tunnelstammstrecke mit den 1-Meter-Bahnsteigen geeignet, können aber problemlos außerhalb des Tunnels auf den meist passend 76 cm erhöhten Bahnsteigen verkehren. Die Fahrzeuge sollen daher auf der Linie S7 Frankfurt Hauptbahnhof Richard-Godelau sowie den S8-Verstärkern zwischen dem Hauptbahnhof und dem Flughafen bzw. Kelsterbach zum Einsatz kommen. Zumindest auf der S7 wird so an allen Stationen ein barrierefreier Einstieg möglich, was zuvor an keiner der Fall war. Insgesamt beschaffte die S-Bahn Rhein-Main 14 Triebwagen, die größtenteils bereits zuvor in Frankfurt beheimatet waren und auf der RB58 nach Hanau und Laufach zum Einsatz kamen. Voraussichtlich Ende des Jahres werden dann noch ein paar Fahrzeuge aus Trier hinzukommen, sodass erst dann der Fuhrpark komplett sein wird. Für den S-Bahn-Einsatz sollen diese Fahrzeuge in Krefeld einem Redesign unterzogen werden, um sie auf den im Verkehrsvertrag vorgeschriebenen Standard zu bringen. Neben einer Veränderung des Aussehens der Sitze und dem Eingau von Fahrgastinformationssystem zählt hierzu auch der Ausbau der Toilette, an dessen Stelle ein großer Mehrzweckbereich entsteht. Auch das Außendesign wurde erneuert mit neuen LED-Zugzielanzeigern und dem markanten RMV-Streifen. Nach dem Redesign bieten die Fahrzeuge 166 zweite Klasse und 32 erste Klasse Plätze. Für den nicht weiter eisenbahnkenntlichen Fahrgast wirken die Fahrzeuge von außen und innen optisch nahezu einem 423 identisch. Da in Krefeld aber parallel auch die Münchner 423 modernisiert werden, haben die 425er dort keine sehr hohe Priorität, weshalb im letzten halben Jahr erst ein Fahrzeug, 425023, modernisiert wurde.
Gemeinsam mit drei noch nicht modernisierten Fahrzeugen erbringt dieser seit dem 13. Mai die beiden Umläufe des Montag bis Freitag von 6 bis 9 und 15 bis 19 Uhr verkehrenden S8-Verstärkertakts zwischen dem Hauptbahnhof und dem Flughafen, wobei die meisten Züge auch weiter bis Kelsterbach fahren. Zum Einsatz kommen Doppeltraktionen. Künftig soll dann auch noch die S7 umgestellt werden, einen konkreten Termin gibt es hierfür aber momentan nicht. Diesen beiden Strecken sollen die Fahrzeuge dann bis mindestens 2028 verkehren. Danach könnte möglicherweise ein gemeinsamer Ersatz für 23 und für 25 folgen. Wissen tut das aktuell jedoch noch niemand. Über die Einsätze der für 25er, auch dann künftig auf der S7, werde ich euch weiter auf dem Laufenden halten. Und ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen bei diesem Video. Tschüss und bis zum nächsten Mal.